Ragazzi, buongiorno! Traditionell lecker italienisch, einfach. So wird gekocht. Heute wieder mit Mama Clementina. Ciao, Bella! Ciao! Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Wenn ich weiß, dass es was zu essen gibt, geht's mir immer gut. So geht's mir auch. Was machen wir heute Schönes? Heute machen wir Polpette alla Napoletana. Polpette alla Napoletana bedeutet übersetzt Fleischbällchen neapolitanischer Art. Art, genau. Richtig? Genau, gut übersetzt. Dazu passt ein wundervoller Merlot von Käfer. Dazu gibt es am Ende noch mal ein paar Infos von mir. Aber der ist von uns getestet worden und für sehr gut empfunden worden. Richtig? Glaub ich dir. So, dann legen wir los. Was brauchen wir alles dazu? Also, was du brauchst Knoblauch. Knoblauch. Salz. Pfeffer, ein Ei, Petersilie, Parmesan. Und Toast. Toast. Und Salz, was hast du noch hier? Milch. Milch, die Toast in Milch einweichen. Können wir damit anfangen? Kannst loslegen. So, hier haben wir Hackfleisch. Ja, 250 Gramm. Rind oder was ist das für ein Hackfleisch? Rind. Rinderhackfleisch, dann weichen wir den Toast in Milch ein. Kannst das andere auch gleich dazu tun. Ja, Mama. Lässt er drin. Ein bisschen drin lassen. Solange machst du die anderen Sachen rein. Also ich lasse den Toast ein bisschen in der Milch. Genau, ein bisschen einweichen. Und was mache ich jetzt noch? Jetzt machst du Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer. Parmesan. Mach noch ein bisschen. Ein du sagst uns recht. Ist gut. Pfeffer. Salz, Pfeffer. Parmesan. Parmesan. Okay. Mm. Ei. Ei. Jawohl. Knoblauch, kannst du Knoblauch holen von unten, da ist mehr Knoblauch. Ja. Ein Löffel? Und auch ein bisschen. Knoblauch ist gesund. Du magst es auch, ne? Ich liebe das. Okay. Petersilie. Petersilie. In der Hand? Ja. Okay. Und jetzt das Toast drehst du nochmal um. Nochmal umdrehen. Nochmal. Ist weich oder nicht ganz? Nee, ist weich. Richtig weich? Ja, schon. Da kannst du ausdrücken. Schön fest ausdrücken. Wieso mit der Milch? Weil mit der Milch hat ein besseres Geschmack. So ein bisschen weicher. Mhm. Sanft. 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 Vom Sanft. Sanft und weich. So, tu ein bisschen zu zerbröseln. So. Und jetzt tust du alles in die Hand schön kneten. Früher konnte ich sowas nicht, ne? Nee, aber jetzt, ne? Wenn mein Vater wird, du musst wahrscheinlich auch für deine Kinder mal was machen. Ja, genau, da wird alles irgendwie... Kannst ruhig beide Hände auch nehmen. Da geht's schneller. Muss ich mal gucken, dass es schneller geht. Wir haben uns wirklich Gerichte für euch ausgesucht, die schnell zuzubereiten sind. Aber sehr lecker sind. Sehr lecker sind und auch einfach eigentlich zuzubereiten sind. Ganz richtig, Mama? Die Sachen, die hat man wahrscheinlich auch immer zu Hause. Ne? Und das kommt noch dazu. Wir haben auch viele Dinge uns ausgesucht. Noch mehr Knien. Ja, ist ja gut. Wir haben uns auch Dinge ausgesucht, die man auch... oft auch einfach zu Hause hat, ne? um was... Hackfleisch, Käse, Salz, Pfeffer, Milch hast du immer zu Hause, kannst das immer benutzen. Und ist schneller als Abendessen, Mittagessen und auch für die Kinder fürs Pausenbrot. Die nehmen das in der Hand und also können meine Kinder lieben Fleischbällchen und wenn man die irgendwie dann mit in die Brotdose gibt, morgens, ist es super, super lecker. Ja, weil die auch kalt sehr lecker sind, ne? Ja. Mama, Polpette alla Napoletana, sagt das Wort ja schon, neapolitanische Art, ist ja bei uns in Neapel sehr, sehr traditionell. Ja, besonders sonntags mittags ist das bei uns, weil da machen wir Fleischbällchen, wir machen ein Tomatenragout mit Fleischbällchen, mit Rinderbraten. Mm. Es wird schön in großen Stücken geschnitten und ein Kalbsfleisch noch dazu auch groß. Und nach dem ersten Gang bekommt man einen zweiten Gang. Fleischbällchen, Rinderbraten, Kalbsbraten, so alles gemischt. Und der Ragout schmeckt ganz lecker und es darf natürlich ein Käferrotwein nicht fehlen. Das gibt immer dazu. Das ist ja bei uns immer auf dem Tisch. Das stimmt. Also immer mit leckeren Rotwein dazu.
und der Sonntag, der Familiensonntag ist perfekt. Dann wollen wir anfangen. Ja. Also wir haben jetzt alles geknetet, in Form gebracht und genau. Jetzt kommt es in heißes Öl. Machst du Formen, Öl. Genau. Machst du so runde Formchen und in Öl rein. So. Ist ein bisschen groß geworden, ne? Das ist egal. Ich habe auch als Kind auch immer versucht, mir die größten auszusuchen. Siehst du? Und die darfst du nachher auch essen. Mamina. Aber deine Kinder mögen es auch, oder? Boah, die lieben das. Die mögen, ne? Fleischbällchen. Das ist 250 Gramm, 6 Fleischbällchen. 250 Gramm sind es für 2 Personen, kann man sagen, oder? 2 Personen, ja. So, und die lassen wir jetzt schön langsam braten, weil sie dick sind. So, Ragazzi, wir bereiten das Ganze jetzt zu und vor. Was haben wir hier, Mama? Eine leckere Soße à la Clementina. À la Clementina. Es hier ist Fleischbällchen. Soße Fleischbällchen ist eine gut so. Normale Tomatensoße? Das ist eine normale Tomatensoße. Wie hast du das zubereitet? Ich habe Tomatensoße, alles zusammen rein, Tomaten rein, Öl rein, Knoblauch, ein klein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, Basilikum und alles zusammen aufkochen lassen. Normale Basis für die Tomatensoße, zusammen aufkochen lassen. Das nehmen wir jetzt als Basis für unsere Polpette. Ja. So, dann suchen wir uns mal 2 schöne aus. Sind aber schön geworden. Ja, das sind schön, ne? Ja. Dann nehmen wir die große. So, nebeneinander einfach? Ja. Nummer 1. Oder so ein bisschen so, dass das nach oben geht, dass das ein bisschen oben hält. Eine oben? Ja. So ein bisschen schräg. Ja, so, ja. Moment. So, das sind unsere Fleischbällchen. Das ist wirklich ein absolutes Lieblingsgericht, auch von Kindern, aber auch von Erwachsenen. Ein bisschen Parmesan drauf. Ein bisschen Parmesan drauf. Ihr könnt natürlich auch, ich weiß, du hörst es nicht gerne, auch eine fertige Tomatensoße bereits gemischt vom Hersteller im Supermarkt nehmen, wenn ihr es ein bisschen eilig habt. Ansonsten bereitet ihr die selbst kurz vor. Mama hat es gesagt, wie das Ganze funktioniert. Ganz, ganz einfach. Das sind unsere Polpette alla Napoletana. Ja? Schön unsere, gemacht. Oder? Sehr gut. Ist mit einer Tomatensoße, ein bisschen Parmesan oben drauf, wunderschön zubereitet, sieht wirklich klasse aus. Dazu gibt es diese Weinempfehlung. Ein Käfer, einen leckeren Merlot, ein Rotwein, intensive Kirschnoten und leichte Holznuancen. Dafür spricht dieser Wein, so schmeckt er, der Merlot von Käfer. Ein ganz, ganz leckerer Rotwein, der perfekt passt zu den Polpette alla Napoletana. Ragazzi, lasst es euch schmecken. Buon Appetito. Und dieser Wein, der geht dazu lecker. Perfekt. Bella, komm her. Mua.